und herzlich willkommen zurück zu den Pillars of Eternity. Ja, wir, soweit ich das noch weiß, wollten wir mal zum Lederer, zum Gerber. Ich habe jetzt ewig schon nicht mehr gespielt, ne? Aber ich sag mal ewig, weil mich der Hexer in Beschlag nimmt. Das, der Hexer macht süchtig. Wir waren doch schon überall. Waren wir auch schon in der Mühle? Ich denke. Wir haben hier die traurige Mama mitgenommen, ne? Daran kann ich mich entsinnen. Ich schau mal kurz in unser Questbuch. Ja, Vergangenheit der trauernden Mutter. Ach, ich soll noch das... Ach ja, den Oger. Mhm. In der Wildnis. Vor dem Dorf Dürfurt, wo immer das ist. Südlich, nördlich, was wissen wir nicht. Aber keine Ahnung. Ja, dann Vermächtnis des Blutes. Durchsuche Dürfurt nach Informationen über Aelas Verschwinden. Das sollten wir noch. Ich glaube, da könnte der Gerber was sagen. Eventuell. Ja, Reise zu den Klippen, die wissen wir nicht. Und das andere auch nicht. Gut, dann gehen wir mal hier rein. Ich kann es nirgendwo finden. Ich habe es nie. Darüber unterhalten wir uns später. Jetzt gehen wir zurück zu den Farben. Ich kümmere mich um die Kunden. Guards keep you. Ein kräftiger, breitschuldriger Mann wischt sich seine Hände an seiner Hose ab. Er stinkt nach demselben übelriechenden Gemisch, das aus den Fässern aufsteigt. Und seine Arme sind mit Farbe beschmutzt. Na, möchtest du etwas Leder kaufen? Eigentlich nicht. Rumbald erwähnte etwas über einen Oger. Weißt du was drüber? Oh, seit seine Schweine verschwunden sind, hat er kaum über etwas anderes gesprochen. Das ganze Dorf macht sich wegen dieses Monsters Sorgen. Die Leute sehen in der Nacht Gestalten an ihren Fenstern vorbeischleichen und das Schnarchen ihrer Partner halten sie für Ogergebrüll. Wenn jemand dieses Monster beseitigt, würden viele Leute sicherer schlafen. Er kratzt rote Farbpigmente unter seinen Fingernägeln heraus. Allerdings gehe ich manchmal in die Wildnis, um Zutaten für meine Farben zu sammeln. Östlich von hier nahe des Flusses habe ich Spuren gesehen, die für mich ganz eindeutig waren. Also der Gerber ist hier der, der alles weiß. Komisch, ne? Er wischt sich mit seinem Hemdzipfel einen Farbfleck oder Klecks vom Ellbogen. Und? Sonst noch was? Ja, wir brauchen noch was über dieses... wir müssten noch was erfahren über Aelas Herrend... Aelis Herrend, so rum. Aelis Herrend. Er zuckt mit den Achseln. Nur, dass die Männer ihres Vaters auf der Suche nach ihr Türen eintreten oder eingetreten haben und für Ärger gesorgt haben. Ich selbst habe sie nie getroffen. Das ist wenig. Weil nämlich Hendyna sagt, dass ihr beide euch getroffen hättet. Hallo? Er verschränkt die Arme und der Gestank von Talg und Tierdung strömt von ihm in meine Richtung. Ach, tatsächlich? Und was hat sie denn sonst noch gesagt? Sie hat euch beide sprechen hören. Worum ging das denn? Na, ihr Vater hat sie hergeschleift, um sie irgendeinem Provinzadligen anzuhängen. Also, sie suchte einfach nach etwas Ablenkung. Und ich kam ihrem Wunsch sehr gerne nach. Vor ein paar Nächten schlichen wir uns für ein paar ungestörte Stündchen über den Fluss, um dort herauszufinden, dass wir nicht ganz alleine waren. Ein Oger, der noch ungeheuerlicher als Winfrieds Geschichten war, sprang aus dem Wald und, ja, wir waren so im Überschwang des Augenblicks gefangen, dass wir ihn gar nicht bemerkten, bis er uns erreicht hatte. Was haben sie denn da gemacht? Ihr da draußen? Dass sie ihn nicht bemerkt haben, ein Oger, 5 Meter groß, also ein Gebüsch. Was kann man denn da machen, dass man sowas nicht bemerkt? Verstehe ich, ne? Verstehe ich echt, ne? Bevor ich... Ach, die waren auf dem Klo. Jetzt verstehe ich's. Okay. Bevor ich noch meine Hosen hochziehen konnte, schnappte er sich Aelis und verschwand mit ihr in der Nacht. Und warum hast du das nicht ihrem Vater gesagt?
Die Wachen von eurer Hochwohlgeboren haben auf der Suche nach dem Mädchen schon genug Türen eingetreten. Ich habe keinerlei Lust darauf, dass sie dasselbe mit meinem Kopf machen. Er schätzt mich mit einem Starren an. Ich bin heute echt sehr im Verlesen. Er schätzt mich mit seinem Starren ein. Ja, sie könnte noch am Leben sein. Ich bin nicht in der Lage, sie zu befreien, aber dieser Heron sieht so aus, als ob er für jeden, der sie finden kann, ein paar Kupferstücke übrig hätte. Er kratzt sich mit rot und gelb verschmutzten Fingern an seiner Wange. Jo, andere hier haben den Oger östlich des Dorfes gesehen, erst vor ein paar Tagen. Da hat er sich fast alle von Rumbald Schweinen geschnappt. Wenn ihn jemand finden würde, gäbe es in Durfurt jede Menge dankbare Leute. Jetzt mal ganz ehrlich, mein Freund. Du gehst mit einer, in den Wald. Die wird von einem Oger geschnappt. Und dann gehst du seelenruhig hier wieder zurück und kümmerst dich um deine blöden Fässer. Gibt's denn eine Option, hau ihm eine aufs Maul? Wäre doch mal was, oder? So, was befindet sich in dem eingestürzten Turm? Jo, er ist eingestürzt. Nichts weiter. Er rollt seine Augen nach oben und zuckt mit den Achseln. Ein paar Häute auf Strecke stellen und der Talggestank, über den Dengler immer schimpft. Der Rest der Burg ist Staub. Genau wie diese dumme Lady Tainu, die versucht hat, sie zu halten. In der Schenke gibt es einen Barden, der dir bei Bedarf die ganze verdammte Geschichte erzählen wird. Ja, hatte schon. Was ist das denn zu verkaufen? Idiot. Ja, das weiß ich jetzt nicht mehr, aber was wir hier für... Was wir hier bräuchten oder nicht brauchten. Streffe. Wir könnten natürlich... Ich glaube, wir haben nicht für jeden Gürtel. Die zwei Gürtel könnten wir uns kaufen. Wir haben ja hier jede Menge Gold, ne? Also ich glaube, die könnten wir uns leisten. Wieso sind die Bücher jetzt hier? Wollt ihr mich vergackeiern? Waren die Bücher nicht immer hier? Wieso sind die Bücher jetzt bei den Waffen? Das würde mich jetzt doch mal... Verkaufswert absteigen. Verkaufswert absteigend? Ja, wir machen mal absteigend. Tja. Ah, das sind Zauberbücher, vielleicht deshalb, ne? Das kann natürlich sein, dass die schon immer hier waren. So, also wir haben zwei. Moment mal, zwei Gürtel. Ich glaube, niemand von uns hat einen Gürtel. Die kaufen wir unbesehen. Wir sind total Gürtel. Wir haben, glaube ich, noch einige haben noch nicht mal Stiefel. Ist doch schon Wahnsinn, oder? Wir laufen die ganze Zeit immer noch ohne Stiefel rum. Ich meine, okay, ist für die damalige Zeit, ne? Was hat denn überhaupt der andere da zu sagen? Zu plaudern bin ich nicht geschaffen, Aumauer. Sprich mit Trügil, wenn du Fragen hast. Immerhin sagte Aumauer. Das war in Neverwinter, war das so, ne? Dann haben sie einmal so gesagt. So, hast du vielleicht noch Stiefel? Ja, sieht nicht so aus. So, Trollhautgürtel, gut. So, dann handeln wir mal. Wie sieht es eigentlich mit unserer Burg aus? Ist da alles in Ordnung? Was bauen wir denn gerade? Ach, die Hauptburg. Die ist ja... Gut. Ja, dann... Was haben wir gesagt nochmal? Also, Ausdauer. Regeneration der Ausdauer ist vielleicht für denjenigen hier nicht so schlecht. Ich vergesse immer... Jetzt weiß ich es nochmal. Was? Achso, ja, doch. Regeneration. So, bitteschön. So, und was haben wir hier? Schaden durch kritische Treffer verringern. Durch kritische Treffer. Jo. Geben wir dir, ne? Gut.
Dann hätten wir auch das. Und dann können wir eigentlich wieder raus, ne? Oder hier hinten einbrechen. Nee. Ja, ich weiß ja. Also dann deutet alles hier nach Osten hin. Würde ich jetzt mal sagen, ne? Warte mal, ja, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß jetzt nicht mehr, mit wem ich hier schon gesprochen habe, mit wem nicht. Das weiß ich echt nicht mehr. Das tut mir jetzt leid. Könnt ihr mir vielleicht mal sagen, ne? Ich bin jetzt gar nicht mehr, glaube ich, so weit vorne weg mit meinen Videos. So, was haben wir? Geht's eigentlich auch noch hier rauf? 4 Stunden. Also ich muss wirklich sagen, die Ladepausen sind wirklich nicht ohne, ne? Und ich muss mal sagen, bei den vielen Ladepausen... Steinkäfer, wie sind wir denn eigentlich... Wie sind wir denn eigentlich... Wie sind wir denn eigentlich gegen die gewappnet? Der geht hier unten rein, dann gräbt er sich wieder aus. Gott sei Dank gräbt er sich nicht bei uns aus. Ne? Achso, wir haben noch. Machen wir das mit bei dem hier. Was ist denn los? Da schnauft jemand. Gewaltig. Ist doch alles in Ordnung, oder? Wer schnauft denn da so? Wir helfen mal gleich hiermit aus. Nee, halt, hiermit. Entschuldigung. Wer schnauft denn hier so? Sag mal, kannst du nicht mal hier was machen? Aber der hält gut aus, ne? Hey, warte mal, du bist hier... Oh, du hast aber gut. Hast du auch gut ausgehalten. Wartet mal, ich werde aber trotzdem... Oder... Nee, das kannst du eigentlich erst selbst machen. Zack. So, ich helfe mal hier drüben mit. Du hilfst mal da oben mit. Und dann könntest du... Jo. Dann könntest du hier oben das auch noch machen. Ihr macht ja wieder nichts von alleine, ne? Obwohl, das haben sie mal ganze Zeit auch mal nicht so schlecht, fand ich. In dem Gras sieht man das kaum, ne? Wer hat denn da so geschnauft? Ah. Wer hat denn da so geschnauft? So, wir gehen mal abseits der Wege. Obwohl, man sollte eigentlich immer erst... Aha, okay, wir können hier gar nicht abseits der Wege. Nö. Als erstes sollten wir immer auf dem Weg entlang gehen, ne? Und dann können wir immer noch abseits der Wege. Ich würde sagen, ja. Dann können wir... Wir gehen mal so auf dem Weg entlang, ganz entspannt. Halt, Moment. Nee, so entspannt gehen wir dann auch nicht. Wenn hier ein Fluss ist, dann werde ich natürlich hier trotzdem erstmal alles erkunden. Uah. Da, deine Aufgabe, mein Freund, und ihr wisst, was zu tun ist. Oh, Moment. Mein Freund, dann weißt du hoffentlich, was zu tun ist. So, jetzt.
Warte mal, geh mal vor und haut den noch sowas um die Ohren. Warte mal, du, damit du nicht so nutzlos bist. Warte. Das könnte nämlich böse enden. How may I help? Das könnte sehr böse enden. Oh, das war gut. Wow. So, jetzt sind wir wieder bereit. Nee, du. Bleib mal hier. Wie gesagt, das hätte böse enden können. Das waren doch jämmerlich viele. Aber haben wir's. Was so wenig? So wenig? Right. So, das speichern wir mal, denn ich mag den Kampf nicht nochmal machen. Für alle Fälle, ne? Aha, hier ist noch einer. Hey. Wartet mal, warte, du Guter. Hier drüben, das ist deine Aufgabe. Ja. Ein Drache, der macht natürlich gar nichts. Kann nur mal ein kleiner Feuerstoß rausgehen, oder? Wartet mal. Mach mal hier. Yes. Sag mal, Hund. Du könntest. Nee. Mach mal da weiter. Das passt schon. Das war schön. Wumm. Haut's ihn um. Das war schon, ne? Wir könnten mal wieder schauen, ob wir irgendwelche Tränke zusammen brauen können, ne? Nur so. Aus Gag. Flinke Füße, da könnten wir ganz viel. Eine Erholung. Warte mal, hier vielleicht auch mal schauen, ob wir so eine Wiederbelebungsrolle. Ach man, das könnte mich da mal, das könnte mich ärgern. Ne? Ach, eine Jungdrachenklaue, ja, die findet man ja so. Die haben wir natürlich bei dem Drachen gefunden, ne? Die findet man ja so regelmäßig, ne? Das ist klar dann. Knisternder Plötz. Jo. Da haben wir ein Opal haben wir. Da brauchen wir auch ein Opal. Jetzt ist natürlich die Frage, nehmen wir lieber einen Blitz oder einen Zwillingstein Abwehr, ne? Schleudert zwei tödliche Felsen von der Position des Druiden aus in die Flugbahn. Aber das hört sich irgendwie cool an, deswegen nehme ich es. Schriftroller des Feuerballs, immer gut. Und Gebet gegen Hemmung. Freundeeinheiten im Verteidigung gegen humpelnde Angriffe, super. Befreit von Einschränkungen, gewährt einen Bonus gegen Behinderte. Jo, warum nicht, ne? Hat man ab und an mal, oder? Da werden auch das hier wieder, diese Käferpanzer werden hier gebraucht. Ne? Schriftrolle der Verteidigung. Könnte immer mal gut sein. Gegen Gebrechen, ja, das ist halt das. Ne? Ach, kommt. Müssen es halt mal anwenden. Ne? Schriftrolle des Schutzes. Jo. Krankheiten, feindliche Zauber aufzuheben. Was? Wie gesagt, man muss es halt mal anwenden, ne? Gut. Tränke. Regeneration. Oh, großer Ausdauertrank. Fertig machen wir mal. Ah,
Zwei Stück haben wir sogar. Starke Regeneration. Gerne. Eisenhaut. Lebensessenz war auch immer gut. Das weiß ich noch. Nee, jetzt haben wir uns voll gemüllt hier, ne? Verdammt. Wir bräuchten hier noch was. Wir müssten hier noch was freischalten, ne? Das wäre schön. Wie schaffen wir das? Passt auf. Ich gebe mal alles an Schriftrollen hier rüber. Also man kann den jetzt stapeln. Doch. Aber nur im 5er-Schritten, oder? Ja. 5er-Schritte stapeln. Dann, ich gebe mal alles so, was ich an... Ich brauche mal ein bisschen Ordnung jetzt hier. Tut mir leid, aber... Da müssen wir jetzt mal durch. So, Schutz. Ritual der uralten Legenden. Aha. So, hier hätten wir auch ein bisschen Schutz. Schriftrolle des heiligen Gebietes. Das wäre schön, wenn ich zum Beispiel bei dem Inventar hätte und ich klicke drüber, dann wüsste ich, aha, der kann das auch, ne? Weil ich merke mir das nie, wie viel die Wissen haben. Ich muss da immer so reinschauen. Ja, okay. Gut. Ja, wir haben ja jetzt, wie gesagt, jeder hat ja hier was. Starke Regeneration, Macht und Erholung ist ja super. Wie gesagt, da müsste man einfach nur mal anwenden. Der hat jede Menge. Der auch, ach ja, Bogenschützen war auch nicht schlecht. Das muss ich aber öfter mal anwenden, die. Mhm. Gut. Weil die Bogenschützen, der Saft, der ist gut. Der Bogenschützensaft. So, es geht weiter. Der haut wirklich rein. Klappt's mir. Klappt's mir nicht, ne? Nur ich wende es halt seltenst an. So, hallo? Hallo. Was? Wie bitte? Gibt's da nicht irgendeine Furt oder? Dürfurter Flusskreuzer? Ist das alles? Warte, entschuldigt, ich muss jetzt trotzdem nochmal schauen. Ja, ist wahrscheinlich. Es ist eher Quatsch, was ich jetzt mache. Es ist Quatsch. Aber es war einfach... So, dann... Okay. Von mir aus. Hm. Das war's. Also... Denke ich. Ohne Gewehr. Mal schauen. Ja, jetzt komme ich ja nur hier hin. Ist es dann praktisch tatsächlich hier? 4 Stunden. 4 Stunden. Mitten in der Bamba. Sind wir. Nice and slow. Wir schauen uns mal kurz die Karte an. Hm. Pass auf, wir werden die einfach mal so nach oben, ne? Werden wir die erforschen. Wir speichern trotzdem mal, damit wir den nochmal laden müssen hier. Also die Ladesequenz haben beim Übergang. Da ist jemand. Da ist jemand. Wir geben uns mal zu erkennen. Vor mir steht ein Mann, dessen Gesicht grün und ockerfarben beschmiert ist. Sein Körper wird von Tierhäuten und Fellen bedeckt. In seiner Hand hält er einen Speer. Hail, Estremor! Er fletscht seine Zähne, die spitz zugefeilt sind. Zurück zu deinem Dorf, Estremor. Du hast Glück, dass die drei Stoßzahnstellgar heute andere Beute jagen.
Ja, wie drei Stoßzahn, Stelker. Von was redest du? Sein zähnefletschendes Grinsen wird breiter. Haben die Bauern denn mittlerweile so viel Angst, dass sie nicht einmal wagen, unseren Namen auszusprechen? Wir sind die wildesten der sechs Stämme der Eiglanfahrt. Und wir sind die Wächter dieses Monumentes hier. Aha. Ja, was weißt du denn so von diesem Monument? Ich denke doch, das ist hier, ne? Kliaban Relak. Ein heiliger Ort der Erbauer. Und weder deine noch unsere Füße sollen seine Steine besudeln. Die Gräser aber, er grinst und hebt seinen Speer hoch, werde ich nur zu gerne mit deinem Blut wässern. Ja, wir könnten das alles doch auch diplomatisch regeln, oder? Denn ich suche eine Gruppe von Leuten, die die Ruine eventuell schon betreten hat. Wir auch. Er streicht mit seinem Daumen über das glatte Holz des Speeres. Deshalb warten wir auch hier, Estramor. Und deshalb habe ich auch beschlossen, dich in Frieden zu lassen. Ja, sag mal, diese Individuen jetzt mal ganz ehrlich, sind meine und deine Feinde. Wenn du mich hineinlässt, könnte ich sie für dich herausholen. Er lacht. Wie? Und noch mehr Estramorven auf heiligem Tempelboden herumtrampeln lassen? Mit Sicherheit nicht. Ja, was werdet ihr denn jetzt hier tun? Ihr steht hier rum und gammelt oder was? Die kommen vielleicht nie wieder raus. Oder an einer anderen Stelle. Wir werden warten. Und wenn sie da drin sind, müssen sie irgendwann herauskommen. Und wenn sie das tun, dann... Er streicht mit seinem Daumen die Spitze seines Speeres entlang und zeigt mir den Blutstropfen. Ich habe noch nie von den Erbauern gehört. Stimmt doch gar nicht, oder? Wir haben doch schon von den Erbauern gehört. Aber was soll's. Vielleicht können wir da noch irgendwas Diplomatisches machen. Mit seiner Zunge macht er ein verärgert klingendes... Klickgeräusch. Die heidnischen Zungen des Bauernvolkes haben andere Namen für sie. Sie sind die Altvorderen, die diesen Ort und viele wie ihn abgebaut haben. Und wir von den sechs Stämmen bewachen ihr Vermächtnis. Ja, puh. Ich gehe mal besser dann in der Folge und schau mich noch ein bisschen um. Und komm hier nicht nochmal vorbei. Ja. Ist ja gut. Ist ja gut. Mach doch in deine Ruine, was du willst. Ach, da ist schon wieder ein Fluss. Na, dann kommen wir hier wieder. Dann kommen wir ja hier wieder nicht weiter. Was ist denn das? Moment. Stichresistenz. Durance? Hm? Kannst du mal bitte hier die Kräuter sammeln? Wäre nett. Wäre wirklich nett. Mhm. Danke. Jo, dann bleibt uns eigentlich nur die Option hier. Schade. Ich wollte eigentlich die sechs Stämme hier nicht verärgern. Die können ja doch. Wir können doch hier mit denen kampieren. Oh Mann. Müssen wir jetzt wirklich da rein? Hm. Ist ja blöd, oder? Das finde ich blöd. Aber so sage ich erstmal Ciao, Ciao für heute. Das finde ich blöd.